Hi und willkommen zu einem etwas anderen Video von uns. Bisschen neues Format, aber heute haben wir die 15. Waldschwimmbad Open am Start. Hier sehen wir die Spieler und die Scores. Ja. Okay, genau. Erstmal vorweg, danke an Tom. Tom hat das ganz alleine alles gefilmt und geschnitten. Und wir schauen uns das jetzt mal an. Und er kennt die Band schon, er kennt auch die Scores schon, ich nicht. Und ja, wir kommentieren jetzt einfach mal die Finalrunde. Genau, erstmal haben wir Bahn 1. Das war, glaube ich, sogar direkt die schwierigste Bahn auf dem ganzen Kurs. 120 Meter fett übers Wasser spielen. Ja, mal gucken. Wir haben erstmal den Christian Blaue am Start. Schön weiter heiser. Wird ein bisschen gedrückt vom Wind. Oh, ist aber gerade noch safe. Wasser ist an der Bahn logischerweise OB. Gibt dann eine Dropzone. Vorne die roten Fahnen. Christian Pleska überturnt den ein wenig. Oder ein wenig viel. Kommt er noch zurück? Nein, der schafft es leider nicht. So, dann haben wir hier den André Bitea als nächstes. Auch ein guter Freund von uns, ein sehr schneller Spieler. Es waren tatsächlich viele sehr schnelle Spieler am Start. Von dem her war es nicht ganz einfach, alles filmen. Oh, der rutscht auch gerade noch ins OB. Das war sehr unlucky, direkt auf Bahn 1. Jetzt Timo Serafin. Alles Rechtshandspieler, alle mit dem Heiser. Timo geht sehr eng. Traut sich nicht so sehr übers Wasser, aber ist auf jeden Fall safe. Ist der bessere Fehler, sozusagen. Ja. So, Christian von der Dropzone. Ich habe fast vergessen, den Wurf zu filmen, deshalb ist es ein bisschen wackelig, aber der liegt auf jeden Fall safe jetzt. So, Timo zum Birdie. Geht der drauf oder legt er hin? Er legt hin. Clevere Wahl, weil hinterm Korb von der Seite geht's runter und da ist dann auch das Wasser. Christian mit einem schönen Versuch, leider etwas flach. So, André für sein Paar. Er hat ja Land berührt, von dem her darf er von da unten weiterspielen und fast. So, Christian Louis Blaue auch zum Par-Putt. Das Flips Birdie. Oh, sorry. Stimmt, der war noch safe. Stimmt. Und jetzt einfach nur 4 Tap-Ins. Ja, das Wetter war ziemlich gut, wie man hier sehen kann. Ne? Also blauer Himmel. Am Tag davor habe ich mitbekommen, da war das Wetter wohl anders, viel schlechter. Ja, tatsächlich. Also ich fand, das war wirklich ein perfekter Tag, die Scores zu spielen. Ja, war sehr schön. Okay, Bahn 2, Par 4, 128 Meter, geht einfach nur gerade den Wald entlang. Rechts ist ein Zaun und der Zaun und alles drüber ist OB. Ja, hier versucht man einfach nur zu hoffen, in dem ersten möglichst weit zu kommen und keinen Baum zu treffen. Genau, die Big Arms können hier eventuell sogar eine Chance für das Eagle haben, wenn man die Lücke gut trifft. Der war schon mal nicht verkehrt, würde ich mal sagen. Es geht auf jeden Fall schlechter. Ja, Timo auch. Also alles, was so weit hinten ist, ist eigentlich gut. Da hat man von überall eigentlich im Grunde eine Annäherung zum Korb. Ah, André trifft da leider was, sollte aber ganz in Ordnung liegen für den zweiten Wurf. Christian mit dem Sidearm als einziger. Spielt dann schönes S, bleibt leider ein bisschen hängen. Und man sieht schon, Timo und Christian Pleska spielen beide mit Handschuh. Das heißt, da war es gar nicht mal so warm. Obwohl das Wetter eigentlich ganz gut aussieht. André nimmt die große Lücke leider nicht mit.
Ja, André auch eher bekannt als Rückhandspieler. Kann auch den Sidearm, wenn es muss, aber... Lieber die Rückhand, da sieht man schon, da ist deutlich mehr Touch drin. Und der war sehr gut. Dann zum Paar. So, hier ist Timo mit seinem ersten gelandet. Wie gesagt, von da hinten. Das ist fast Pin High schon, oder? Ja. Nein, nicht? Hat aber die Tischtennisplatte mitgenommen. Und vom Louis, perfekte Annäherung. Timo hat hier ein bisschen noch was zu arbeiten mit dem Baum im Weg. Entscheidet sich rechts rum zu putten. Ja, Timo puttet ja auch im Heiser, von daher auf jeden Fall die bessere Wahl. Mal gucken, ob der reingeht. Oh, guter Run. Leider ein bisschen links. Ja. So, Plesker für sein Birdie. Leider nicht ganz. Ja, Louis hier mit dem schönen Birdie, das sah auch relativ entspannt aus. Die anderen dann alle Paar, so wie ich das gerade mitbekommen habe. Und ja, also da ist auf den ersten Platz ein bisschen Abstand. Ja, ganz genau. Gut, Bahn 3. Der Korb ist blind vom Tee, sind ca. 60 Meter. In der Regel eine Rechtskurve, das sieht ein bisschen anders aus auf dem T-Shirt, aber viele spielen hier Sidearm. Man kann auch eine Rückhand durch die Bäume spielen, aber ich denke mal, wir werden von den meisten den Sidearm-Wurf sehen, wie vom Louis hier. Ja, der kommt schon mal schön raus. Das ist schon fast das Wichtigste hier, nicht am Anfang einen Baum zu treffen. Ja, und das großes Risiko danach ist natürlich nicht so weit zu werfen, weil direkt hinter dem Korb das Wasser ist. Aber das waren schon mal zwei sehr gute Würfe. An der Bahn, wenn ich das richtig gesehen habe, ist auch CTP. Da müsste die grüne CTP-Box oben auf dem Korb liegen. Gucken, ob wir hier einen Wurf haben, der einem CTP würdig ist. Weiß gar nicht, ich glaube... Das CTP wird bestimmt nicht die Lead Card geholt haben. Da geht noch mehr. Würde ich jetzt mal so sagen. Ich glaube auch. Also so wie ich es in Erinnerung habe. Ja. Sehr schön. Louis aus 8, 7 Metern circa. Mittig rein. Das ist auf jeden Fall eine Bahn, die man schon eher mitnehmen will. Also da will man auf jeden Fall einen Birdie spielen. Ich würde sagen, eine der einfachsten Bahnen. Weiß nicht, wir haben die Matrix... Ja. Statistiken. Ja, ganz schnell gucken. Vom Gefühl her hätte ich das jetzt auf jeden Fall als eine der einfachsten Bahnen eingestuft. Wir spielen auch dieses Jahr, meine ich, nur 14 Bahnen? Genau, stimmt. Also das Layout von diesem Jahr hat 14 Bahnen und die Bahn 3 hat genau... Oh. Das war schade von André. Genau, die Bahn 3 hat genau ein Paar gespielt. Also, okay. Ja. Ja, und André versaut hier ein bisschen den Starframe. Der Putt war auch, wenn ich das mal so sagen darf, der war nicht so schwer. Naja, kommen wir zu Bahn 4. 94 Meter Par 3, eine Rechtskurve. Und das sieht jetzt auf dem T-Shirt nicht so danach aus, aber das Wasser kommt sehr schnell ins Play rein. Man muss also gucken, dass man vom Wasser wegbleibt. Entweder ein Enheiser oder ein Sidearm. Wobei die Linie eher für einen Enheiser geeignet ist. Ja. Oder es gibt auch die große Heiser-Route. Stimmt, die spiele ich auch sehr gerne. Genau, die war tatsächlich sehr schwer alleine zu filmen, also mit einer Kamera. Da habe ich mich ans Eck gestellt und muss dann halt mitdrehen. Genau, das ist der Korb, der angespielt wird, nicht der Korb, zu dem Louis Scheibe eben geflogen ist. Vielleicht wollte er einfach nur nicht Ralle am Korb stören, der da seinen Tee oder Kaffee getrunken hat. Und Timo spielt jetzt die besagte Heiser-Linie. Meine ich. Ja. Landet aber auch links vom Fairway. Mal gucken, ob er drauf geht. Christian, genau der gleiche Spielweise. Gucken, ob er es besser macht. Ähnliche Position, würde ich sagen. Ja.
André mit dem Enheiser, den ich, also meiner Meinung nach ist das sogar der schwierigste Wurf hier, der Enheiser, weil man aber den halt nicht übertören darf, ansonsten ist er weg. Genau, aber wenn ich es jemand antrauen würde, dann André, denke ich mal. Das stimmt. Er ist der Spezialist dafür. So, er legt ihn hin. Ist Smart Play, das waren jetzt bestimmt nochmal 15 Meter oder so. Mindestens, glaube ich, ja. Ja. Da geht man auf der Bahn nicht drauf, weil auch da geht es hinterm Korb leicht runter. Da kann die Scheibe auf jeden Fall gerne mal ins Wasser rollen. Louis spielt auch schnell, wie man sieht. Oh ja. Aber entweder warst du damit schnell genug oder er nimmt sich nicht so viel Zeit. War auch nur der Layup. Das sieht aber nach viermal Paar aus. Ja, das passiert aber sehr häufig an der Bahn. Also, wie gesagt, kein einfaches Pairing. Gut, Bahn 5. Eine der einfacheren Bahnen. Einfach nur geradeaus mit ein paar Bäumen. Es gibt einen Zaun links, der OB ist. Ansonsten gibt es dazu eigentlich nicht viel zu sagen. Mal gucken, wie unsere Spieler hier den Wurf packen. Louis mit einem Sider. Interessante Taktik, die er da nimmt. Ich weiß nicht, ob er den einfach nur gerade vorwerfen wollte. Die Linie, würde ich sagen, ist für einen Rückhandspieler eigentlich eher auch für die Rückhand ausgelegt. Für einen Rechtshandspieler. So. Ja. Hast du es auch von ihm gehört? Okay, Louis, also würde ich mal sagen, 70 Meter mit dem Putter heiser, leichter heiser, musst du üben. Ne? Den will ich das nächste Mal von dir sehen. Oh, Christian, da ein bisschen zu touchy, geht da leicht links rein. André ein bisschen eng und nimmt den Baum leider mit. Er ist aber auch bekannt als recht guter Putter, würde ich mal sagen. Und ja. Kann durchaus mal auch einen oder anderen langen Putt treffen. Das auf jeden Fall. Also André puttet sehr, er kann sehr weit putten, sehr geradlinig, er packt viel Spin auf den Putt. Ja, schöner Putt von Louis, da hat das Sidearm-Play sich bewährt. Dann kann man ja fast nichts besser machen, außer einen Ast zu werfen. Und das klappt dann wahrscheinlich mit der Rückhand besser. Ist also genehmigt. Auch schöner Putt von Christian Fresca. Oh, ja. Aus dem Gebüsch raus. Und hier muss man sagen, hat der Wind auch ein bisschen angefangen zu wehen. Also auf jeden Fall so, dass sich die Würfe schon gut beeinflusst hat. Ja, Wind war ja bisher die ganze Saison immer ein Thema. Auch hier im Waldschirmbad. Bahn 6, Par 3, 78 Meter. Relativ gerader Wurf, mit aber Low Ceiling, so wie ich es zumindest in Erinnerung habe. Da geht dann ein Zaun links entlang, auch hinterm Korb. Den sollte man in der Regel aber eigentlich nicht überwerfen, weil da Gebüsch ist. Hier ist es halt einfach wichtig. Oh, da wurden ein paar Bäume entfernt. Ich glaube nicht. Vielleicht täuscht es. Ich hatte das Fairway auf jeden Fall deutlich enger in Erinnerung. Das ist nur das Video, wahrscheinlich. Mag sein. Sieht auf jeden Fall sehr spielbar aus und Timo zeigt es hier auch. Also der Wurf ist vermeintlich nicht schwer, hat den hier schön geparkt. Oh, das tut weh. Das ist auf jeden Fall die größte Gefahr an der Bahn, links im Gebüsch zu landen, weil es ist normalerweise sehr dicht. Und da ist nicht einfach rausgekommen und André ein bisschen zu flach. Ja, da ist die Scheibe etwas verhungert auf dem Weg zum Korb. Oh, Christian mit einem Roller, der ziemlich stark ist. Gutes Scramble Game. André, ich würde mal sagen, aus locker 20 Metern. Yes. Oh nein! Der war nicht schlecht.
Ich glaube, das sind 9 Meter oder so. Ich sag, er macht ihn. Oh, er macht ihn nicht. Schade. Ja. Wie hat sich die Bahn im Schnitt so gespielt? Ich würde sagen, da kann man auf jeden Fall Birdies mitnehmen. Ne? Siehe Timo. Bahn 6 war im Durchschnitt 3,1. Okay. Also die fünftschwerste Bahn. Gut, wir kommen zur Bahn 7. Wird neben Bahn 6 in gleiche Richtung zurückgespielt. Ich glaube, Bahn 7 war dann tatsächlich die einfachste Bahn mit einem Schnitt von 2,8. Und hier gibt es eigentlich die normale Rückhandroute mit einem leichten Heiser. Und es gibt noch eine Sidearm-Route links außen lang, die wir zumindest relativ häufig nehmen. Ich bin mal gespannt, ob die auch jemand aus der Card hier spielt. Oh! Timo hier aber mit einem starken Rückhandwurf, also wenn man den kann, braucht man auch keine andere Route. Hallo, jetzt mit einem Sidearm, geht der oben drüber oder geradeaus? Okay. Wow. Viel zu hoch. Die Linie habe ich bisher so noch nie gesehen, hat er aber ziemlich gut gemeistert. Ja. Wie gesagt, er hat die drei letzten Bahnen alle mit Sidearm gespielt, was mich etwas überrascht hat, aber ich glaube, er hat auch überall das Birdie mitgenommen bis jetzt. Also von dem her kann es nicht so verkehrt sein. Ja, André kommt hier gerade so am Baum vorbei, liegt sehr gut. Auch Christian Pleskers Drive war sehr touchy, sehr gut. Das sollten 4 Birdie-Chancen sein. Mal gucken, ob es den ersten Starframe gibt. So, Timo macht den Putt. Gucken, ob er ein bisschen Druck auf André aufbaut oder ob André durch seine langjährige Spielerfahrung eiskalt ist. Eiskalt. Wind kommt hier auch von links. Sollte beim Putten eigentlich keine großen Auswirkungen haben. Man sieht schon eine kleine Gallery im Hintergrund. Also immerhin 4 Leute. Ja. Und da ist das Starframe, aber ich habe das Kettenklingeln verkackt zu filmen. Ja, das Kettenklingeln ganz wichtig. Ja. So, Par 8, 95 Meter, Par 3. Sieht auch auf der Bahntafel tatsächlich anders aus. Es ist ein ziemlich gerader und langer Wurf, auch mit Low Ceiling. Oder man nimmt den großen Heiser übers Wasser. Hier will man auch auf jeden Fall eher links statt rechts liegen. Und Timo spielt dann den großen Heiser. Ist aber nicht so zufrieden mit dem Wurf. Da hat man runterkommen sehen. Ich glaube, der ist ziemlich nah am Korb. Das ist tatsächlich auch nicht so einfach, die hohen Heiser gegen den Himmel hier zu filmen ohne Catchcam. Aber Louis spielt ihn auch hoch, aber sehr eng. Liegt, ich würde mal sagen, Pin High, 10 Meter links. Ja, ungefähr. Die Bahn ist auch tatsächlich nicht kurz. Da muss man schon ein bisschen Dampf im Arm haben, um da überhaupt hinzukommen. Christian ja. Auch links. Bis jetzt haben alle den Heiser gespielt. Spielt André den auch? Was meinst du? Ich meine, ich kenn's ja schon. Ah, stimmt. Von dem her. Stimmt. Ja. Okay, 4 von 4 Heiser. Ja, ist einfach der einfachste Wurf, wenn man wirklich die Weite hat. Kann man damit nicht so viel falsch machen. Ja. Ich hätte gerne auch mal den geraden Wurf gesehen. Genau. Christian mit einem Layup? Ich weiß es nicht genau. Vielleicht hat er auch einfach nur ein bisschen Angst mit dem Gegenwind und so. Es geht tatsächlich hinterm Korb, also von wo es gefilmt ist, ein bisschen runter. Und starker Putt von Louis. Das war Circle's Edge, hätte ich jetzt gesagt. Ungefähr, ja. Timo mit der Birdie-Chance. Oh. Leicht rechts.
Problem mit dem Tap-In-Birdie. Sah jetzt von der Leadcard relativ einfach aus. Ich hätte aber jetzt vom Gefühl her gesagt, dass das eher eine der schwierigeren Bahnen war im Schnitt. Ja, ich glaube, das war die 11. schwierigste Bahn. Genau. So, kommen wir zur Bahn 9. Genau, die Volleyballbahn, wo wir 2 Mandos haben rechts. Ansonsten ist es eigentlich nur ein gerader Wurf mit einem Zaun links und ein bisschen Gebüsch, was eigentlich das einzige Hindernis ist. Na, hier vorne das Volleyballfeld, da hängt das Netz zum Glück nicht. Da gab es auch schon Jahre, wo das Netz hing oder in denen das Netz hing. Und das hat die Bahn nochmal deutlich schwieriger gemacht. Bleibt André draußen? Nee, der geht ein bisschen links rein. Das sieht aber sehr aufgeräumt aus. Ja, genau. Also die generell im Waldschwimmbad wurden die ganzen Gebüsche gut aufgeräumt in letzter Zeit. Da kann man auf jeden Fall viel besser mittlerweile rauscramblen als die Jahre zuvor. Was an sich natürlich auch ganz schön ist. Timo spielt da einen leichten Enheiser. Bin mir nicht sicher, ob der so stark gewollt war, ist aber ein Putt. Ja. Christian, der ist ein bisschen hoch. Dürfte aber noch ganz gut weitergemacht haben. Ja, er wurde vom Wind ein bisschen nach rechts gedrückt. Nach links, sorry. Konzentration vom André. Das kennt man so gar nicht. Mal gucken, ob es sich lohnt. Nee. Leider nicht gemacht. Ja, und bei Christian Pleska, André Beter und Timo Serafin ist es durchaus noch knapp. Das ist, oh ja, sind das ist nicht mehr offen. Viele Bahnen zu spielen. Da wäre jetzt jeder Putt schon mal wichtig. Timo verzieht den leider ein bisschen. Christian jetzt mit der Chance, um seinen Vorsprung auszubauen. Verwandelt ihn leider nicht. Ja, safe. Schön. Schönes Birdie von Christian Blauer. Oh, der war ein bisschen rechts. aber drin ist drin, sage ich da immer. Ja, ich lächelt auch noch ein bisschen drüber, aber. So, Bahn 10, 115 Meter Par 3. Da gibt es 2 Linien. Wenn man die Weite hat, kann man schön heiser über den See spielen zum Korb oder man spielt außenrum die sichere Variante. Wasser ist logischerweise OB. Da braucht man auch wirklich einfach Weite, um sich hier eine Chance fürs Birdie zu lassen. Christian geht relativ sicher übers Wasser mit einem Enheiser. Ich glaube, das war sogar eine Midrange, wenn ich mich richtig erinnere. Nicht schlecht, sollte ein Putt sein. André hier übers Wasser. Reicht der? Ja. Der kommt schön rein. Timo mit einem Sidearm. Wirft da, glaube ich, eine Cloudbreaker 2. Ich meine, das konnte man eben durchschimmern sehen. Mit einem schönen hohen Heiser. Boah, der sah sehr gut aus. Ja. Hier also wenn man die Sidearm weiter hat für die Bahn, dann ist das auf jeden Fall das sichere Spiel, weil man einfach die ganze Zeit
über Land spielt und man muss quasi nicht über OB spielen. Ich meine, vor ein, zwei Jahren war hier auch vorne am Wasser, direkt am Teepad, ein bisschen mehr zugewachsen. Da war der Wurf tatsächlich gar nicht so einfach wie jetzt. Da dürft ihr auch gerne mal, das verlinken wir uns euch jetzt. Unser erstes Video auf diesem Kanal haben wir ja auch im Waldschirmbad gefilmt. Könnt ihr da nochmal vergleichen. Mhm. Yep. Wie hier ein bisschen Gebüsch drinne. Der war aber noch safe. Der war safe. Kann man die Gallery sogar im Wasser zuschauen. Und, schade. Ja, da werden schon im Hintergrund Scheiben rausgefischt. Aber unsere Leadkarte ist bis jetzt, glaube ich, noch Wasser. Ah, ne, Quatsch, stimmt gar nicht. Bahn 1. Timo macht da einen schönen Part. Ja. Und da schleicht sich Michael Stelzer in den Hintergrund. Warum auch immer. Ich glaube, der hatte eine Scheibe im Wasser und André uncharakteristisch. Ja, macht ihn nicht. Der wäre wichtig gewesen. Jetzt liegt der Einwurf hinter Timo. Einwurf quasi auf den dritten. Christian nimmt auch nur das Paar. Es bleibt spannend. Und wie viele Bahnen sind noch zu spielen? Drei? Welche Bahn sind wir jetzt gerade? 11. Also 4 Bahnen noch, ganz genau. Okay, Bahn 11 ist eine Par 4. Wir haben viele kleine Bäume im Fairway. Es gibt eigentlich zwei Hauptspielweisen. Einmal der große Turnover oder ein Roller. Und hier kann man sogar eine Chance auf Eagle haben, wenn man die Weite hat. Mal gucken, unsere Spiele aggressiv werden. Hier will man auf jeden Fall vermeiden, links dann in die Bäume bzw. Büsche reinzuwerfen, ja, weil man sonst einfach einen Wurf verliert, um wieder rauszupatchen. Das war vom Team auf jeden Fall schon mal nicht verkehrt. Louis mit dem Roller. Das sieht in der Tat nach einem Roller aus. Wenn der den Baum... Oh, ja, schade. Er ahnt es schon. Ich wollte gerade sagen, wenn der den Baum nicht mitnimmt, sieht der sehr gut aus. Ja. Schade, den hätte ich wirklich gerne ausrollern gesehen. Ja, man sieht bei Christians Würfen, er lehnt sich immer sehr stark in seinen Winkel rein, sage ich mal. Sieht aber auf jeden Fall sehr kontrolliert aus. André, der Mr. Smooth, trifft leider einen Ast. Ja, leider ist die Scheibe nicht so smooth durchgekommen, wie er es gewünscht hätte. Gut. So. Jetzt haben hier alle den Approach zum Birdie. Oh! Oh! Er war ein bisschen verzogen von Christian. Das ist natürlich ärgerlich für ihn. Das ist schon eine Bahn, würde ich sagen, wo man das Birdie schon mitnehmen will. Auf jeden Fall. Also, wenn man hier ein bisschen weiter vom Tee macht, hat man hier eigentlich immer eine Annäherung und da will man schon das Birdie mitnehmen. Ja. Ich würde sagen, bei einem Paar verliert man hier schon ein paar Würfe auf jeden Fall aufs Feld. Ja, Christian Plaue hier mit einem schönen Sidearm. Und Christian Pleska hat sich da eine nicht so günstige Position reingebracht. Oh ja. Muss wieder scramblen. Den Roller konnte er vorhin gut. Kann er ihn wieder? Ja, auf jeden Fall nicht verkehrt. Kann man schlechter machen. Scheint zu reichen. Und Timo hier direkt hinter dieser Säulenumkleide ist es, glaube ich. Für einen Eagle Putt? Oh ja. Und der Run war auch nicht schlecht. Das ist, glaube ich, für das Paar safe hier. Der wäre wichtig, vor allem auch um Timo noch. Ah, oh, sehr schön, Dead Center. Oder Dead Center, wie unser französischer Freund Romain sagen würde. Ja, ansonsten... Ja, Timo jetzt mit dem Birdie, mit Christian Pleska gleichgezogen, mit drei Bahnen zu spielen noch. Das wird nochmal spannend, auch André holt einen auf.
auch wichtig für ihn. Ja. Da bleibt es spannend. Bahn 12, 68 Meter Par 3, ist ein Heiser mit einer starken Linkskurve. Der Winkel ist nicht, gar nicht so einfach. Man kann entweder geradeaus flach durchspielen oder man spielt einen hohen Heiser drüber. Den Korb sieht man vom Abwurf nicht. Nee. Genau, und hier halt als Gefahr, also falls man die Bäume oben trifft, haben wir rechts Wasser und links einen Zaun, wo die Scheiben auch leicht mal reinfallen. Genau, das wäre dann OB. Timus Heiser steckt auf Circle's Edge, meine ich, wenn ich das eben richtig gesehen habe. Mit Baumtreffer steckt trotzdem. Ja. Okay. Bisschen weit gewesen. Ja, aber das ist auch eigentlich der Fehler, den man machen will an der Bahn. Ja. Lieber ein bisschen zu weit als zu kurz. Ja, und man sieht hier auch, wahrscheinlich, wenn Christian Pleska das macht, werden alle Spieler den hohen Heiser spielen, weil er einfach auch hier der einfachere Wurf ist, wenn man die Weite hat. Ja, auch sehr schön, weil man hat auch eben gesehen, der Korridor für den geraden Wurf ist gar nicht mal so breit. Ah, coole Einstellung. Schöne Paul Macbeth Destroyer von Plaue, glaube ich. Genau. Ja, er spielt, glaube ich, nur Innova. Er ist auch von Innova gesponsert. Und ein sehr schöner Run, der geht fast rein. So, hier ist natürlich jetzt jeder Putt wichtig. Und Timo macht den Putt. Oh, sehr stark. Sehr geil. Ja, richtig gut. Ja. Gucken, ob Christian sich jetzt unter Druck setzen lässt. Macht ihn auch eiskalt. Macht André den? Schätze? Ja, ich sag schon. Ja, ganz sicher. Ganz sicher. Ganz easy. Na, hier alle Birdie außer Louis. Ja. Der sich das Paar mitnimmt. Aber der kann sich's auch leisten. Ich kann sagen, Christian muss sich, glaube ich, keine Gedanken mehr machen, dass es da noch, dass da noch irgendwas anbringt. Ja. Bahn 13, 102 Meter, ich glaube, es ist aber ein bisschen kürzer, also ich glaube nicht, dass es ganz so weit ist. Man kann den geraden Wurf machen durch den Korridor oder es gibt hier auch eine Heiserlinie außenrum. Oh ja, Timo nimmt die direkt. Wo landet er da ein bisschen eng aus? Oh ne, gar nicht mal, der liegt sehr gut. Hier mal so als Tipp für die zukünftigen Jahre könnte man sich vielleicht auch mal überlegen, ein Mendo einzubauen, einfach diese Heiserlinie rauszunehmen, weil ja rechts auch eine Bahn anbei ist. Genau. Und auch um einfach den Kurs ein bisschen technischer zu halten. Genau. Ansonsten gibt es hier auf jeder Bahn eine Heiserroute. Ja. Macht das Ganze ein bisschen eintöniger. Ja. Das Ding ist natürlich, es wird halt einmal um den See gespielt. Ja, da muss man sich natürlich überlegen, in welche Richtung gespielt wird. So wie es jetzt hier gespielt wird, ist es einfach klar, dass hier ein paar Rechtshänderbahnen. Ja, hier sehen wir auch 4 von 4 Heiser. Ja, Louis schafft es nicht ganz hoch. Wessen Scheibe war das? Ich glaube von. Ein paar. Na, nicht Gruppen, von der Leadcard. Nicht von der Leadcard. Ein paar Gruppen vor uns. Dann ist das nicht relevant für uns. Viel wichtiger ist jetzt, ob André den Putt macht. Also André muss jetzt auf jeden Fall Birdie Outs spielen, die letzten zwei Bahnen, um noch irgendeine Chance zu haben. Den muss er machen. Oh. Der wäre wichtig gewesen, um dann noch irgendwie ein bisschen was mitreden zu können um Platz 2. Tja. Louis spielt jetzt sehr entspannt, hat jetzt die letzten Chancen alle verweigert. So, und der muss. Genau. Von Christian. Ja. Er ist drin. Der ist drin, genau. Ja, sagen wir dazu nicht. Ganz sicher reingehauen, das Ding.
Ja. Ja, okay, wow. Der war echt nicht aber höher, als er musste, als 3 Meter voll vorbei. So, letzte Bahn. Ich würde gerade sagen, das ist jetzt schon die letzte Bahn. Das ging jetzt ziemlich schnell. Unsere letzte Bahn, Bahn 14, ist Captain Jack. Steht der Korb auf so einem kleinen Holzschiff. Ein Mando direkt am Baum, um halt entweder als Rechtshänder den Heiserwurf oder den Sidearm zu forcen. Und links ist halt einfach das Wasser, wo man nicht hin will. Und die Korbposition ist hier eine Spezialität bei uns. Genau, steht halt auf dem Holzschiff, ne, ist dadurch halt auch erhöht und auch nicht aus jeder Lage schön bespielbar. Also wenn man da ein bisschen falsch liegt, im falschen Winkel, ist der Putt da echt nicht einfach. Timo spielt ihn sehr eng. Auf jeden Fall safe. Der rollt aber auch noch ein bisschen runter. So. Baut auf jeden Fall gut Druck auf Christian aus. Mal gucken. Doch, der sollte noch kommen. Oh, mit Wasserskip. Nicht schlecht. Also, ob das so geplant war, man weiß es nicht. Aber der hat gereicht. Ansonsten hätte es wehgetan. Der Putt muss aber auch noch rein. André hier mit einem schönen Enheiser. Bisschen rechts, der kullert aber auch noch ein bisschen runter, sollte auch ein Putt sein. So. Christian, mal gucken, ob er sich hier nochmal einen Birdie holt. Auf der letzten Bahn auch mit einem Sidearm. Christian auch ein sehr guter Sidearm-Spieler. Macht immer Spaß, ihm eigentlich bei jedem Wurf zuzugucken. Also. Ja. Der weiß schon, was er da macht. Genau, da sieht man den Mando-Baum mit dem Pfeil. So. Louis hier mit seinem Putt zum Sieg. Ich glaube, er lag hier 12, 13. Oh, und legt ihn ab. André, auch ein bisschen flach. Schade. So. Das entscheidet jetzt den zweiten Platz. Ich sag, Christian macht ihn. Christian hatte in letzter Zeit schon solide. Oh, und er macht ihn nicht. Das ist natürlich ärgerlich. Vor allem, wenn Timo so nah liegt. Timo wird ihn bestimmt reinhauen. Jawohl. Ja, schön. Dann kriegt Timo den zweiten Platz. Ja, Christian hat hier schon ganz schnell seinen Sieg reingetappt. So schnell war ich gar nicht mit der Kamera. Aber ganz unspektakulär. Ja, also minus 23 nach 3x14 Bahnen. Nicht schlecht. Ich glaube sogar Bogey Free, meine ich, hat er gespielt. Ich meine, er hat im ganzen Turnier kein einziges Bogey gespielt. Ich hoffe, ich sage da jetzt nichts Falsches. Ich gucke gerade mal. Das wäre natürlich stark. Stimmt. Ja. Verdient der Sieg. Welsh Open 2022 geht an Christian Laue. Sauber gemacht, Louis. Freut mich, dass du dir da den Sieg geholt hast. War aber auch nicht anders zu erwarten, muss man sagen. Das stimmt. Ja, hier sieht man im Hintergrund auch unsere schöne Fotowand an dem Container. Das sieht einfach schön aus da. Ja. Genau, also wie gesagt, kommentiert gerne, was ihr davon gehalten habt und ob ihr vielleicht sowas in Zukunft auch gerne sehen würdet. Das war jetzt halt eher spontan. Ich hätte natürlich auch mitspielen wollen, aber wegen meiner Ausbildung konnte ich nicht und hatte jetzt spontan Zeit, das zu filmen. Hat mir eigentlich auch Spaß gemacht. Genau, also schreibt einfach mal rein, ob ihr sowas nochmal sehen wollt. Was wir verbessern können. Wir haben auf jeden Fall Lust drauf. Ich finde das ziemlich cool. Es macht auch sehr Spaß zu kommentieren. Und mal gucken, wann wir es erneut schaffen, da nochmal eine kleine Runde zu filmen. Vielleicht auch mal mit uns drin. Mal schauen. Ja. Ansonsten würde ich sagen, war es das jetzt erstmal vom Video.
Genau. Und wir bedanken uns. Nochmal ja. Glückwunsch an alle Sieger und an die Scheibensucher, die das mir ausgerichtet haben. Vielen Dank. Dann würde ich mal sagen, bis nächstes Jahr. Gebt uns ein Like, abonniert uns. Genau, das hilft uns sehr und tut euch nicht weh. Ne? Von daher, ja. Vielen Dank und bis bald. Tschüss. Tschö. War nice, oder? Ja.